Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir sterben wirklich nur noch am Stück. Ich habe mal Ormond mitgenommen, weil ich habe jetzt die Aufgabe, einmal aus großer Höhe zu stürzen. Und wir haben Xeni. Ist auch gar nicht auffällig auf der Map. Ich frage mich, ob das eine Xeni ist, die ihre Fähigkeiten auch mal benutzt. Ob ich mich mal ins Haus wage? Ich bin frech, ich setze mich jetzt am Haus dran. Ah! Erschöpfung! Blindung, Seelenbrecher. Was ist denn jetzt wieder Seelenbrecher? Ach scheiße, das ist blöd. Ah ne, ich muss ja nur aus großer Höhe stürzen. Stopp. Ich muss ja nicht ausgewogene Landung dabei triggern. Alles gut. So, also ich habe mir jetzt gedacht, so, ne, wenn die Runden schon so kacke laufen und das Ziel jetzt sowieso nicht mehr ist, rauszukommen, weil das kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr hin, so wie die Killer gerade alle spielen. Ist mein Ziel jetzt einfach, die ganzen Archivaufgaben irgendwie hinzukriegen und zu machen. Und kann man nur sehen. Und darauf fokussieren wir uns jetzt. So, Aufgabe erledigt. Sehr gut. Job dann für die Runde. Ich sehe. Au. Ja, Gott sei Dank bin ich nicht zum Haken gerannt. Oh, schlampiger Schlachter hat die dabei. Gut, dann könnten wir ja jetzt eigentlich weiter in die nächste Runde. Meine Archivaufgabe ist erledigt. Oh, wirklich. Es macht momentan echt keinen Spaß. Aber die campt immerhin nicht. Ja, das ist schon ein Fortschritt. Ja, da, sie kommt zurück. Kommt. Shivat, wir schaffen das. Gutes Pech. Sehr altruistisch. Wo will sie denn jetzt hin? Das ist doch kein Generator. Oh, Keller. Oh. Kackvieh. Okay, Glüdi hat keine Lust mehr.
Hä? Sie hatte doch Klödi schon. Wieso steht denn die jetzt wieder runtergeblendet oder was? Ja, da ist, glaube ich, einer mit Taschenlampe. So macht dieses Spiel ja richtig toll Spaß. Hey. Die benutzt aber auch ihre Tunnel nicht, ne? Es gibt so... so viele Xenis, die einfach ihre Tunnel überhaupt nicht benutzen. Wenn die das auch eigentlich gar nicht braucht, ne? Die tritt halt da hinten reihum alle Gens. Die will halt wieder ein Regen. Dies war daneben. Dies war auch daneben. Das war getroffen. Die verjagt uns halt immer nur von den Gens. Will ihren Regen da hinten beschützen. Oh, Shiva schreit aber komisch. Versuche mal wieder an meinen Gen zu kommen. Ja, der wird natürlich ordentlich runter sein. Toll.
Die jagt schon wieder Shiva. Was macht Elodie? Die ist da hinten irgendwo hingerannt. Die sitzt aber nicht am Gen. Jetzt. Oh, Elodie, hilf mir doch mal bitte hier vorne mit an den Gen. Der ist wichtiger. Shiva hat sie sterben lassen. Ich weiß nicht, wo Elodie ist. Schreit der Schneemann. Sollen sich nochmal Leute bei mir beschweren, dass ich die ganze Runde nichts mache? Elodie ist diejenige, die hier die ganze Runde auch nichts macht. Warum hat sie jetzt von mir abgelassen? Hat sie mich verloren? Vor allem Elodie versucht es ja nicht mal, irgendwas zu tun. Elodie macht eine Kiste auf. Ach, guck mal, da ist sie doch. Elodie verpfiffen. Kein Plan, ob das was gebracht hat. Ich versuche nochmal zu dem einen Gen hinten zu kommen erstmal. Die macht halt ihren Regen.
Junge. Es macht keinen Spaß im Moment. Ich kämpfe jetzt trotzdem. Einfach Melody noch ein bisschen zu ärgern. Musste die jetzt eben noch mal zurückgucken. Ich wollte mich gerade an den Jen setzen und den wenigstens kurz anfangen, damit sie dort ein bisschen abgelenkt ist. Das Ding ist, die wird halt die Luca auch noch kriegen, ne? Ich sag's euch, die rennt da hinten rum. Guck mal, der Killer hat sie. Tja. So, jetzt kann ich aufhören zu kämpfen. Es tut mir sehr leid, aber die hat die ganze Runde nichts gemacht. Also, die saß zwischendurch mal kurz am Gen und so, aber wo ich jetzt mit der alleine war, hat die einfach nichts gemacht. Die hat es nicht mal versucht. Ey, wirklich. Sowas regt mich dann auch auf. Ja, ich bin auch nicht perfekt. Ich verstecke mich auch viel. Ich laufe auch viel über die Map, was ich mir auch schon alles sehr oft anhören durfte. Aber gut ist halt so, ne? So. Auf zur letzten Runde für diese Woche. Und ich weiß nicht, ob wir danach die Woche vielleicht eine Woche mal Pause machen, weil das ja eh Weihnachten. Dass wir dann einfach mal aussetzen für eine Woche und warten, bis dieses Event vorbei ist. Ich meine, das Event ist dann nach der Woche zwar immer noch nicht vorbei, aber vielleicht ist es dann alles nicht mehr ganz so schlimm. Also, ja. Ich überlege mir das mal. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der letzten Runde. So. Wir haben eine neue Eventaufgabe und es wurde sich Ashley gewünscht. Wir haben die Aufgabe, mit zwei Schneemann-Imitaten zu interagieren. Oh. Ein Micha, ein Ghostface oder ein Geisti? Weil der Killer tritt und ich sehe keine Aura. Entweder ist ein anderer Scheck. Oder am Saloon. Geist. Okay, also ich muss die nehmen, die schreien tatsächlich. Weil der hat jetzt halt nicht gezählt. Ich weiß nicht, ne? Hi, Geisti. Okay, der sieht uns, wenn er tritt. Schrei ich bei dir? Das war Nummer 1. Ich habe gesagt, wir machen erstmal Fokus auf die Eventaufgaben. Schreist du mich jetzt an? Ja, mal cool. Eventaufgaben erledigt, okay. Also wenn man interagieren soll mit den Imitaten, dann reicht vorbeirennen. Warum wabert denn das da unten so blau bei dem Schneemann? Spannend. So, letzte Runde DBD für diese Woche. Ich gehe von aus, es wird genauso laufen wie die restliche Woche. wunderbar. Ja, lauft mal noch ein bisschen da unten rum. Da ist meine Verzerrung aufgefüllt. Oh, das ist knapp. Ah!
los. Aha. Ich weiß, dass du mich oben siehst. Wenn er mir jetzt hier oben entgegenkommt, macht er nicht. Gut. Hm, überladen, schön. Oh mein Gott. Ich gebe dem Video einfach auf für diese Woche, wirklich. Junge, ey. Ich bin jetzt so weit weg vom Saloon, wie geht. Oh Gott, mach fertig, Kate. Mach fertig. Nein. Oh Gott. Na gut, der oben auf dem Saloon ist nicht fertig. Ist der jetzt so weit zurückgegangen oben auf dem Saloon? What the fuck? Da über die Hälfte. Okay. Sie ist auch ein bisschen rumgeglitscht. What the... Warum tut sie das? Verstehe ich nicht. Also wir haben noch einen Saloon, wir haben den Galgen. Dieses kackschlampiger Schlachter, ne? Da ist noch ein Gen. Der oben auf dem Saloon, der geht immer wieder zurück, der Gen. Seht ihr das? Er wird einfach nicht fertig. Also wir müssen da mindestens zu zweit ran, sonst wird das nichts. Okay, Kate ist runter. Der ist komplett wieder auf Null. Dann da hinten.
Oh mein Gott. Ich gib's einfach auf, ne? Junge, Junge. Oh mein Gott, Junge, was ist mit dir? Tunnelt er oder geht er auf mich? Bin mir unsicher. Shit, da war er schon da. Ich habe gedacht, er ist noch ein Stückchen weiter weg. Ach, verdammt mich. Ja, gut. Mann. Also. Alle verletzt. Alles Kacke hier. Also wirklich, ne? Diese Runden sind halt aber auch alle wirklich. Ich glaube, wenn du momentan keine SWF spielst, macht es halt echt keinen Spaß. Ich kann halt gerade nicht aufhören, mich zu heilen. Schwierig gerade. Kate ist auch noch verletzt. Wird knapp. Scheiße. Also schlampiger Schlachter. Ich bin am Arsch der Welt. Ich hab ihn nicht. Ja, cool, lass dich halt sterben, danke. Ist ja nicht so, dass ich dich gerade holen wollte. Danke für nichts. Cool. Soll ich jetzt auch sterben, oder? Ich hätte sie doch noch holen können, Mann. Wir kommen hier eh nicht mehr raus, ja. Ich gebe alles bis zum Schluss. Tja, hat nicht gereicht. Oh, ich bin froh, dass wir DBD für diese Woche hinter uns haben. Echt, ey. Es macht überhaupt keinen Spaß. Gott, ey. Aber was ist das für ein Skin von dem Geist? Hab ich vorher noch nie gesehen. Ist das jetzt vom Event? Sieht ganz schick aus, der Skin. Aber gut, ich sag's euch, wie es ist. Ich bin froh, dass wir DBD für diese Woche hinter uns haben. Ich das ausmachen kann und dieses Spiel nicht mehr anfassen muss. Ich glaube auch, wir machen danach die Woche tatsächlich mal eine Pause. Weil ich müsste Weihnachten aufnehmen. Und ich glaube, das wird mir zu stressig alles. Deswegen, die Woche war richtig Mist. Nächste Woche setzen wir einfach mal aus, weil Weihnachten ist, ne? Also, da gibt es dann keine Videos und danach die Woche, das wäre dann, wartet, lasst mich kurz gucken, am also nächste Woche lass mal aus, das heißt, die Woche 25. gibt es keine Videos, ich nehme dann am 30. das nächste Mal auf. Und dann geht es ganz normal im neuen Jahr weiter.
Weil, wie gesagt, so wie das momentan läuft, macht ihr mit dir überhaupt keinen Spaß. Deswegen machen wir eine kleine Weihnachtspause. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wie immer, fürs Zuschauen. Wünsche euch ein wunderschönes Weihnachten. Einen guten Rutsch dann auch schon mal ins nächste Jahr. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Jahr auch wieder mit dabei seid. Dann hoffentlich mit etwas besseren Runden. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.